Hallo, 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 ihr Träumer. Und willkommen zurück zu Dreamfall Chapters mit mir, eurem Retro-Floppy. In der letzten Folge haben wir Scheißbot kennengelernt. Scheißbot ist der beste Freund des Menschen und ein echt guter Helfer in allen Lebenslagen. Nicht. Okay, wir müssen das Sicherheitsprogramm scheinbar nochmal ausrufen. Dann machen wir das doch mal. Wollen wir dein Sicherheitsprogramm testen? Jawohl. Aktiviere Sicherheitsprogramm. Sicherheitsprogramm ist verschlüsselt und gesichert. Da ist ein Warnhinweis. Ach ja. Jeder Versuch, die Verschlüsselung dieses Bots zu knacken, wird von den Großrechnern des Syndikats erfasst. Die Täter werden mit allen strafrechtlichen Mitteln verfolgt. Deaktiviere Verschlüsselung. Aktiviere Sicherheitsprogramm. Herrje, nein, nicht. Zurücktreten, Bürger. Zivilbot, militärische Software ist unverzüglich zu deaktivieren. Bei Zuwiderhandlung erfolgt Zerstörung. Der Aufforderung ist innerhalb von 10 Sekunden Folge zu leisten. Sehr freundlich, danke sehr. Jeder weitere Versuch, Sicherung zu durchbrechen, wird mit sofortiger Vernichtung geahndet. Einen wunderschönen Tag. Das ist doch die Melodie von Tetris, oder? Jeopardy ging anders. Sowas nie wieder. Jawohl, sie war nett. Meinen Sie, sie mochte mich? Nein. Ich meine schon, sie war nett. Okay. Was machen wir jetzt mit Scheißbot? Wie lautet Ihr Befehl, Mensch? Wie werde ich als nächstes getestet? Ich denke, das war's. Wir sind durch mit den Tests. Ich denke, ich war gut. War ich doch nicht wahr? Es lief gut. Man könnte sogar durchaus sagen, ich war spitze. Sicher. Wir sollten jetzt zurückgehen, okay? Lassen Sie mich nur machen. Folgen Sie mir, Mensch. Okay, holen wir uns mal eine Belohnung von Mira ab, womit ich eigentlich nicht rechne. Mira ist gut in dem, was sie tut. Ich wüsste nur gern, was genau das ist. Ich glaube, sie führt ein Untergrundnetzwerk aus Händlern, Technikfreaks und Hackern. Sicher bin ich nicht. Hey, du bist zurück. Glückwunsch, du hast es geschafft, mit einer Blechbüchse Gassi zu gehen. Du Scheißbot, kommst hier rüber und lässt mich einen Blick auf dich werfen. Jawohl, Mensch. Mal sehen, wie Fräulein Studienabbrecherin sich heute geschlagen hat. Interaktion mit Menschen? Durchgefallen. Wartungsarbeiten? Durchgefallen. Bot-zu-Bot-Verständigung? Durchgefallen. Bei allen durchgefallen. Mann, das war nicht einfach nur beschissen, das war unterbeschissen. Die Scheiße der Scheiße. Wir durchwühlen hier die dreckigsten, untersten Regionen der Scheißigkeit. Das war ein Schlag ins verfluchte Gesicht. Mit einem riesen Scheißhaufen. Ich geb's auf. Ich schreib das Ding ab. Scheißbot wird seine letzte Reise zum Schrotthaufen machen. Vielleicht kann ich wenigstens seine Teile verkaufen und so einen Teil meiner Investition zurückkriegen. Wirklich? Musst du das tun? Ihm schien der Schweißen Spaß zu machen. Ja, was ist mit dem Schweißen? Schweißen? Fang mir nicht an mit Schweißen. Mit Schweißen kann man kein Platter machen. Mehr als mit dem Verkauf seiner Teile, oder nicht? Scheiße. Was soll's? Ja. Ich werde versuchen, das Drecksding an einen örtlichen Bauunternehmer zu verkaufen. Wer weiß, vielleicht können wir diesen Saftladen noch für einen weiteren Monat vor den Gläubigern retten. Ich habe halt keine Verwendung mehr für dich, Süße. Du kannst dich zu deiner unnützen Wahlkampfarbeit verkrümeln. Du unterstützt doch die Sozialdemokraten, oder nicht? Natürlich. Heißt aber nicht, dass ich glaube, die Dinge würden sich ändern. Ich finde einfach, es ist Zeit, dass die regierenden Matachotz gegen eine neue Truppe von Ärschen ausgewechselt werden. Und hol dir unbedingt eine Mütze voll Schlafsüße.
Hast morgen einen langen Tag vor dir. Also rutsch nicht die ganze Nacht auf deinem schnuckligen Journalistenfreund herum. Ich werde es ihm ausrichten. Bis morgen, Whit. Okay. Wir reden trotzdem nochmal mit allen. Hey, Whit. In deiner nächsten Pause kaufe ich dir einen Snack. Das ist aber lieb. Solche Kollegen wünscht man sich doch. Man hat ja eh immer seinen Lieblingskollegen, die man immer mal was zu essen mitbringt, wenn man unterwegs ist. Ey, ich lass dich früher gehen und du hängst trotzdem hier rum? Scheiße, Putria, ist nicht böse gemeint. Aber hast du kein Leben? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Wir reden doch mal mit Scheißbot. Schweißen, schweißen, ich darf schweißen. Was darf ich das Schweißen erledigen? Ich freue mich für Scheißbot. Hatte doch noch einen Lebenszweck gefunden. Den sollten wir alle haben. Das Leben schlaucht. Der Alltag ist eine Träne. Okay, wohin jetzt? Die Karte! Hol dir deine Karte! Ja, ja. Die Karte! Jeeha! Super nützlich. Ich sehne mich danach, dir zu zeigen, wo es lang geht. Miras Laden, Reeses, das Wahlkampf. Wo ist die Synagoge von Propast? Salam und Schalämchen! Howdy! Die Synagoge von Propast liegt im Souk, der auch als Schuk bekannt ist. Wenn das nicht verwirrend ist... War mir eine Freude, dir an diesem wunderschönen Tag einen Dienst zu erweisen, Baby. Okay, also... wir sind da, müssen jetzt also hier runter. Okay. Richtige Richtung? Ah, nee. Wir sind da, müssen dahin. Okay. Ah. Ja, ja, ich weiß, ich hab null Orientierungssinn. Ich komme trotzdem immer irgendwie am Ziel an. Mein Orientierungssinn ist nur in Spielen viel schlechter als im wahren Leben. Im wahren Leben ist er zwar auch nicht besonders gut. Ich gehöre zu den Leuten, die seit Ewigkeit in derselben Stadt wohnen. Aber wenn du mich fragst, hey, sag mal, ich suche die und die Straße, bin ich so, nee, kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du mir sagst, dass da irgendwie, keine Ahnung, der Games Workshop oder ein Kino oder sonst was ist, kann ich dir sagen. Aber Straßennamen... kann ich mir nicht merken. Okay. Da in die Richtung ist mir. Eventuell verlaufe ich mich auch etwas öfter als Normalsterbliche und... Oh, was ist denn da passiert? Nicht schon wieder. Wann ist das passiert? Hey, Sissi. Gestern Nacht. Die Faschos haben sogar in die Kamera salutiert. Blöde Idioten halten sich für unantastbar. Soll ich dir helfen? Hierbei? Das mache ich schon. Gibt Wichtigeres zu tun für dich. Du solltest dir bei Mira eine ausrangierte Militärdrohne besorgen und denen die Ärsche rösten. Yippie-yay, den würde ich's zeigen. Hinter diesem niedlichen Gesicht lauert eine Löwin. Schon verlockend, aber dann hätten wir auch noch die vom Ei am Hals. Ach nö, ich putze einfach so lange hinter denen her, bis Konstantins Schläger aufgeben. Ach übrigens, Sissi, hast du das Update gesehen? Mann, 2 Punkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Unser größter Fortschritt seit Wochen. 2 Punkte. Das ist ein Grund zum Feiern. Die Ominska hat alle Wahlmanager heute Abend nach Warschau eingeladen. Für den Live-Feed. Fährst du hin? Wenn ich rechtzeitig fertig bin, klar. Hab ich jene Party sausen lassen. Wie war's in Triest? Ich glaub, du hast Farbe bekommen. Gut. Die haben da so ein Ding am Himmel. Keine Ahnung, wie das heißt. Es ist groß und gelb und ganz aus Feuer. Und es ist super heiß. Der Wahnsinn. Ich erinnere mich an die Sonne aus Botswana. Die gibt's da auch. Aber sie ist viel größer und viel schöner. Tch, du bist so ein Warmduscher, Baruti. Wer braucht denn die Sonne, wenn er die schwüle, klebrige Hitze von Propast im Juli haben kann? Also, was steht an, Mann? Heute steht eine heikle Sache an. Kennst du Queenie? Queenie? Nein, ich glaube nicht. Warte mal. Diese Babka auf dem Boot draußen im Backsteinviertel? Genau. Theta Queenie ist praktisch die Chefin des chinesischen Markts. Sie ist die Einzige, die sich traut, Mr. Landen die Stirn zu bieten. Wenn du Queenie kennenlernst, wirst du es verstehen. Jeder im Backsteinviertel respektiert sie. Jeder in Propast. Und deshalb wirst du sie besuchen gehen. Ich? Ich? Baruti,
Du kannst das so viel besser als ich. Selbst wenn das so wäre, ich kann nicht. Ich treffe mich mit ein paar einheimischen Geschäftsleuten aus dem Schug. Ich muss hier bleiben. Versichere Queenie unseren Respekt. Lass sie wissen, dass die Partei sie als Freundin schätzt und sehr zufrieden ist, wie sie alles managt. Frag, ob wir etwas für sie tun können. Und? Ich spüre da ein Und. Es gibt immer ein Und. Bitte sie um Unterstützung und Befürwortung unserer Arbeit. Das wird großen Einfluss auf unsere Kampagne in diesem Barrio haben. Das ist alles, ja? Eine der mächtigsten Persönlichkeiten von Propast um einen Gefallen bitten. Das ist alles, Sisi. Kein Ding, oder? Oh, das hier wirst du vielleicht brauchen. Kryptowährung? Wozu? Ich kann bezahlen. Hast du schon mal eingekauft im Backsteinviertel, Sisi? Rückverfolgbare Zahlungsmittel sind dort nicht sehr beliebt. Die haben lieber Plata, Bargeld, kein Kreditkram, keine Banken. Vielleicht springe ich ja doch nicht in den Fluss vor Scham, weil ich mich zum kompletten Affen mache. Makoya! Wenn du zurück bist, sind wir fertig für heute. Ich muss mich auf eine Party vorbereiten. Ich hoffe, YouTube sperrt das jetzt nicht. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, was da gemalt wurde. Ihr seht's ja. Immer mehr Kontrollpunkte, Tag für Tag. Bald dürfen wir ohne die richtigen Papiere nirgendwo mehr hin. The eye in the sky is watching. Das Auge im Himmel sieht alles. Vote Leia, save the galaxy. Star Wars! Sie ist der einzige Tempel in Propast. Von innen wirkt sie wesentlich größer. Okay, dann gehen wir reden nochmal mit Baruti. Haben wir noch irgendwas, was wir mit ihm reden können? Baruti ist vielleicht der fröhlichste Mensch in Europolis. Er lässt sich von nichts kleinkriegen. Er ist wie ein menschlicher Fröhlichkeitsroboter. Was hast du auf dem Herzen, Sisi? Ich glaube, ich habe Baruti noch gar nicht gefragt, wie er dazu kam, für Lea Uminska und die Sozialdemokraten zu arbeiten. Wie bist du bei der Wahlkampagne gelandet? Das war ein glücklicher Zufall. Ich habe für eine Stiftung in Dresden gearbeitet, ein Hilfsnetzwerk für obdachlose Jugendliche. Ich war erst ein paar Monate in Europolis, lernte gerade, mich zurechtzufinden. Ich hatte ehrlich nicht viel Ahnung. Eines Tages meldete sich Lea Uminska und fragte, wie sie unsere Stiftung unterstützen könne. Sie war gerade erst Parteichefin geworden. Wir kamen ins Gespräch. Sie erzählte mir von ihrer Kampagne. Ich habe natürlich den arroganten Arsch raushängen lassen. Habe ihr gesagt, was sie meiner Meinung nach alles falsch macht. Demut hatte ich irgendwie nicht im Programm damals. Hinterher dachte ich, von der höre ich nie wieder was. Zwei Wochen später kriegte ich ein Angebot von ihrem Wahlkampfmanager. Sie wollten mich für ihr Team in Danzig. Das hat sich sicher toll angefühlt. Ich hatte Panik, Sisi. Ich bin aus Botswana weg, weil ich nicht immer nur an mich denken wollte. Ich kam nach Europolis, um anderen zu helfen. Vielleicht Gutes zu tun. Endlich mal. Und jetzt war ich plötzlich Teil einer Bewegung, die die Welt verändern wollte. Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ich konnte auch schlecht Nein sagen. Und ich habe diese Entscheidung nicht eine Sekunde bereut. Baruti spricht immer so... Ich weiß nicht viel über Baruti und sein Leben vor. Was hast du gemacht, bevor du nach Europolis kamst? Ich war Anwalt. Glaubst du's? Auch noch für Gesellschaftsrecht. Mann. Klar. Nö, glaube ich nicht. Ich war sogar gut. Ich habe den Familientrust in Johannesburg gemanagt. Meine älteren Brüder operieren von Francistown, Gaborone und der Stadt London aus. Wie viele Brüder hast du? 4 und 3 Schwestern. Zusammen sind wir 8. Gemeinsamer Vater, verschiedene Mütter. Bist du der Jüngste? Der jüngste Junge. Ich habe 2 jüngere Schwestern, Zwillinge. Sie sind nicht ins Familiengeschäft involviert, aber meine ältere Schwester Lesedi schon. Wir reden nicht mehr miteinander. Sie war nicht einverstanden, dass ich mich umorientiert habe. Was ist denn passiert? Wie soll ich das sagen? Ich habe irgendwann begriffen, was ich mit meinem Leben tat. Ich lebte nur noch für mich selbst, besessen von Geld, Macht, Status. Außerdem war ich mit einigen unserer Investitionen nicht einverstanden, dem Mangel an Ethik. Also habe ich eines Tages alles stehen und liegen lassen. Meinen Job, meine Familie, meine Verlobte. Ich musste einen klaren Schnitt machen. Es war zu leicht, einfach wieder ins gute Leben zurückzufallen. Ich musste kämpfen lernen. Fehlen sie dir denn nicht? Oh, jeden Tag, Sisi. Jeden Tag. Von Zeit zu Zeit spreche ich mit Gosego, meinem zweitältesten Bruder. Und mit den Zwillingen natürlich.
Aber die anderen, sie waren enttäuscht und wütend. Sie verstehen das nicht. Werden sie auch nie. Die meisten Leute, die ich kenne, haben ein zwiespältiges Verhältnis zu Europolis. Aber sie, was machen deine jüngeren Schwestern? Die Zwillinge? Die sind klasse, Sisi. Du würdest sie mögen. Sie haben sich auch verkrümelt, das Familienunternehmen verlassen. Aber ich glaube, dass sie bleiben, hatte Vater auch nie erwartet. Sie leben jetzt in Irland. Sind sie Neoluditen? Anarchoprimitive. Cool. Eine meiner Kommilitoninnen ist eine Weile in die Wildnis gegangen. Hat mir nach der Wiedereingliederung viel erzählt. Gibt wohl keine Züge dort und Flugverkehr. Verbietet der Stammesrat. Es gibt eine Fähre am Tag von Liverpool aus, aber das war's auch schon. Und es gibt keine Netzverbindung nach Irland. Leider sprechen wir nur sehr selten. Und deine anderen Geschwister? Die sind alle im Familienunternehmen. Anwälte, Bankiers, wie mein Vater. Meine älteste Schwester Lesé, die ist seine Stellvertreterin. Wenn Vater in den Ruhestand geht, übernimmt sie. Er hält alle an der kurzen Leine. Und wen er nicht halten kann, schneidet er ab. Deine Mutter auch? Wir sehen uns hin und wieder, aber für Vater war sie nur eine von vielen Müttern seiner Nachkommen. Gekauft und bezahlt. Sie leben getrennt. Sie teilt sich mit den anderen Ex-Frauen ein Anwesen. Ich weiß, ein sonderbares Arrangement. Aber Mutter wusste, worauf sie sich einließ. Sie ist angemessen entschädigt worden. Ich denke, sie ist glücklich. Auf ihre Art. Tja, was soll ich sagen? Meine Familie ist verrückt. Zerrüttet. All dem wollte ich entkommen, Sisi. Ich wollte nicht so weiterleben. Und ich gehöre nicht mehr zu ihnen. Constant, Baruti ist anscheinend viel in der Welt. Du hast Glück, dass du so viel gereist bist. Keine Ahnung, ob ich sagen würde, dass ich viel gereist bin. Aber gereist bin ich. Als ich noch beim Familienunternehmen war, haben mich die Geschäfte regelmäßig durch ganz Afrika, das Königreich und das Konglomerat geführt. Da sah ich, welches Glück ich hatte, in Botswana und Südafrika aufzuwachsen. Die Freiheit und den Wohlstand in der Afrikanischen Union. Bodenschätze, gute Luft, kaum Verschmutzung. Das fehlt mir am meisten. Afrika ist ein Paradies. Und das wird einem erst klar, wenn man sieht, wie es anderswo ist. Wie die Menschen hungern und frieren müssen. Kaum Zugang zu Implantaten oder Gentherapie haben. Ich vermisse Afrika sehr. Gerade jetzt, wenn es hier kochend heiß und schwül ist. Ist es hier eigentlich je besser? Besser? Niemals. Naja, vielleicht einen Monat lang im Frühling oder Herbst. Aber der Winter hier ist hart und nass. Und im Sommer ist es jeden Tag wie jetzt. Nicht ein Lufthauch. Nein, du musst lernen, Europolis für seine Stärken zu lieben. Und du darfst es nicht mit zu Hause vergleichen, Sisi. Baruti spricht immer so begeistert. Mir ist schleierhaft, wie du dich so für Europolis begeistern kannst, Baruti. Du bist erst wenige Monate hier, Sisi. Es braucht seine Zeit, bis man Europolis versteht. Es hat eine komplexe, zersplitterte Seele. Jeder Bezirk ist ein eigener Organismus. Ich finde Propast faszinierend. Mehr als alle anderen Bezirke, in denen ich gelebt habe. Dresden, Danzig, sogar Berlin. Propast hat eine alte Seele. Es hat wirklich Geschichte. Gleichzeitig ist es der Ort, wo die Geschichte umgeschrieben wird. Hier findet das neue Europa statt. Das ist ein weiterer Grund, warum ich mich dem Wahlkampf hier angeschlossen habe. Propast ist wie ein Barometer für ganz Europolis. Die Windrichtung in Propast ist oft richtungsweisend für den Rest. Wirst du nach der Wahlkampagne hierbleiben? Ich weiß nicht, was Lea und die Partei danach mit mir vorhaben. Ich bin nicht sicher, ob die Politik meine Zukunft ist. Aber wenn man mich bittet zu dienen, drücke ich mich nicht. Ich bleibe sicher in Europolis. Es sei denn, Wolf gewinnt. Dann weiß ich auch nicht. Alles, bloß nicht in den Süden zurück. Ich will Vater und das Familienunternehmen auf sichere Distanz halten. Baruch, wie gut kennst du die Uminska? Ich kenne sie seit ein paar Jahren, rein beruflich. Befreundet sind wir gar nicht unbedingt. Obwohl sie mich einmal zum Abendessen eingeladen hat, um sich für meine Hilfe zu bedanken. Sie ist zurückhaltend, kein sehr herzlicher Mensch. Ich glaube, daran sollten wir arbeiten, ihr helfen, offener zu werden. Menschlicher. Die Wähler hinter die Maske blicken lassen. Ich glaube wirklich, dass sie die Richtige ist für Europolis. Und nicht nur, weil die Alternativen so beunruhigend sind. Jedes Mal, wenn ich Konstantin Wolf sprechen höre, überläuft es mich kalt. Eiskalt. Er wird nicht ohne Grund Kaiser Konstantin genannt. Und Lea, Frau Uminska, kennt ihn besser als die meisten. Ständig gerät sie mit ihm und seinen Hooligans aneinander. Sie muss sich in einer Tour beleidigen und verleumden lassen und darf sich dabei nicht auf sein Niveau herablassen. Ich beneide sie nicht darum. Sie ist nicht perfekt. Niemand ist das.
Aber sie ist der Mensch, den ich auf der ganzen Welt am meisten respektiere. Und ich folge ihr durch dick und dünn, bis zum bitteren Ende. Das bin ich ihr schuldig. Konstantin Wolf ist der erbittertste Gegner der Ominska und Barutis Erzfeind. Ich weiß nicht, was er tun würde, wenn Wolf die Wahl gewänne. Wahrscheinlich hier weggehen, zurück in den Süden. Ich würde, glaube ich, auch fliehen. Machst du dir Sorgen, dass Wolf gewinnen könnte? Natürlich mache ich mir Sorgen. Er ist eine Schlange, aalglatt und voller Gift. Wolf ist ein Populist, ein Nationalist, ein Faschist. Er behauptet, er vertrete das Volk, aber er vertritt nur sich selbst. Und natürlich die Konzerne, die seine Kampagne hinter den Kulissen unterstützen. Ich dachte, Wolf sei ein Konzerngegner. Das sagt er doch in den Spots. Ha, der Mann hat einen Haufen Plater. In seiner Kampagne werden Millionenbeträge gepumpt. Was glaubst du, wo die herkommen? Er wird von einigen sehr mächtigen Leuten unterstützt. Von denselben Leuten, gegen die er in seinem Wahlprogramm wettert. Das verstehe ich nicht. Alles nur Show, Sissy. Das Konzernsyndikat weiß, dass Dieter Gross und die Allianz alles an Autorität und Vertrauen verloren haben. Da haben sie einen Fehler gemacht und das tut weh. Bei Wolf fahren sie eine neue Strategie. Er tut so, als distanziere er sich von den Konzernen und vertrete die arbeitende Bevölkerung. Er schimpft auf die Konzerne und verspricht, dass er aufräumen und die Macht dem Proletariat zurückgeben wird. Aber in Wahrheit hat das Syndikat ihn sogar noch tiefer in der Tasche als Dieter Gross und die Blauen. Es ist eine brillante Strategie, solange sie ihn unter Kontrolle halten können. Und du glaubst nicht, dass sie das können? Ich glaube, er ist gefährlicher, als sie einkalkuliert haben. Er ist hinterlistig, manipulativ. Wenn er sich erstmal bis an die Spitze hochgekämpft hat, ist er zu allem fähig. Um sich herum hat er einen Personenkult aufgebaut. Eine ganz ausgeklügelte, erfundene Geschichte. Maßgeschneidert für die vielen Wähler, die mit den Zuständen in Europolis hadern. Das Einzige, was wir tun können, ist, seine Lügen zu entlarven und... Was? Ich denke, wir haben da was gefunden. Ich habe tief gegraben. Zu Hause in Botswana habe ich Beziehungen zu Leuten in den oberen Etagen von Bukamba Mercer. Durch meine Familie. Vielleicht ließe sich beweisen, dass BM-Gelder in Konstantins Kampagne fließen. Möglicherweise sogar direkt auf sein Privatkonto. Und wenn das der Fall ist, dann hätten wir vielleicht echt mal was Richtiges in der Hand gegen Kaiser Konstantin. Die Leute würden zumindest erste Zweifel an seiner Integrität und Ehrlichkeit bekommen. Mit etwas Glück reichen die Beweise sogar für ein Strafermittlungsverfahren. Ich hoffe, du siehst dich vor, Baruti. Mach ich. Sobald ich konkrete Beweise habe, übergebe ich sie deinem Freund Reza. Er kann die Story bringen, Wolf und seine Lügen bloßstellen. Wäre sicher sehr interessant für die Hand. Aber Baruti, bitte. Sei vorsichtig, okay? Kaiser Konstantin ist böse. Allerdings. Und genau deswegen müssen wir gegen ihn kämpfen. Wir dürfen nicht klein beigeben, Sissi. Das wäre verlogen und feige. Bis später dann, Baruti. Okay, Sissi. Wir sehen uns. Okay, wir gehen jetzt mal da rein. Unser Wahlkampfbüro. Können wir da nicht rein? Irgendwas musst du doch hier machen können. Was ist damit? Nee. War's das? Einfach nur hier mit Baruti reden und das... Das war's jetzt? Ich dachte, wir müssen hier noch irgendwas machen. Ich bewundere Baruti. Seine Leidenschaft, den Enthusiasmus für unser Wahlkampfbüro. Es ist ein Rattenloch, aber Baruti hat es zu einem durchaus vorzeigbaren Rattenloch gemacht. Was jetzt? Ich wüsste gern, Ach so, er hat uns eine Aufgabe gegeben. Ah, Kurzzeitgedächtnis. Wir sollen zu dieser Dingsbums da. Map. Charakterbibliothek. Da ist doch niemand Neues dabei. Karte. Okay, ich such mal eine neue Digitalkarte, damit ich mir da. Ich bin der Ballernde. Na, wenn das nicht mein Lieblings-Cowgirl ist, kann ich dir den Weg irgendwo hinweisen, Schätzchen? Meinst du auch? Das Wahlkampfhauptquartier von Lea Ominska und wir kaufen uns im Backsteinviertel mindestens einmal die Woche was zum Mitnehmen. Tolles Essen. Und wenn man Glück hat, findet man dort echt coole Sachen.
Und wenn man Pech hat, den schlimmsten Ramsch. Kannst du mich zum chinesischen Markt dirigieren? Du willst im Backsteinviertel einkaufen gehen? Tja, also gut. Sag dem chinesischen Markt Ni Hao von mir. Und wenn du einen ballernden Krähen-Cowboy brauchst, der aus allen 6 Läufen feuert und dich an jeden Ort in Propas führen kann, dann ruf einfach nach Krähenboy. Machen wir. Was steht denn da auf dem Bildschirm? Kann ich nicht lesen. Ich kann leider keine arabischen Schriftzeichen. Da sind noch mehr Eye-Agenten und Funky Fantasies. Scheinbar irgendein Sexshop. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja. Scusi. Okay, was gibt's denn hier? Irgendwas Interessantes muss hier doch sein. Was macht ihr? Wolltest du den Bezirk diese Woche nicht verlassen? Ja, aber das Ei hat meine Fahrkarte in letzter Minute annulliert. Ich sitz hier fest, Bro. Das passiert wirklich? Anda, ich dachte, das wären nur Gerüchte. Ja, es passiert. Okay. Da unten ist das. Okay, dann laufen wir mal dahin. Da demonstrieren sie immer noch. Erhebt euch gegen. Warum draußen sein, wenn sie doch drinnen eine unendliche Auswahl. Da ist wieder ein Traumjunkie. Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich träume so von. Ich muss sagen, ich finde es schön, dass 3D-Spiele inzwischen ästhetisch geworden sind. Ich weiß noch, so in den 90ern, da habe ich die 2D-Spiele bevorzugt, weil ich fand damals einfach die 3D-Spiele, die waren so unheimlich hässlich. Und ich glaube, ich laufe gerade falsch. Nö, ich laufe richtig. Ich muss hier lang. Die Lichteffekte gerade sind echt schön gemacht. Man merkt schon den technologischen Sprung jetzt von Dreamfall zu Dreamfall Chapters, dass da ein paar Jahre dazwischen sind. Die Stadt sollte was unternehmen. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Was die machen sollten, ist die. Was ist das? Fächer. Ich sehe nicht, wie ein chinesischer Fächer die Sommerhitze in Propast abwenden könnte. Ahoi! Kann ich die Bestellung haben? Dalli Dalli! Ni Hao! Bis bald dann! Klingel für was? Und was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ja, ich auch nicht. Gehen Sie ruhig weiter! Es gibt... So ist recht! Ich verkaufe sowieso nie was! Haben Sie sich schon mal wie ein winziges Rädchen in einer größeren Maschine gefühlt? Ich ja, fühle mich oft. Jeden Tag so. Ich wusste, Sie würden nichts kaufen. Ist etwas dabei, was? Vielen Dank, dass was Sie vorbeikommen. Klappe zu. Hallo, Bedienfeld schließen. Schauen Sie hallo, hi. Falsche Adresse? Queenies. Da. Da hätten Sie sich meine Queenies Quintessentials. Okay, dann ist sie wohl Queenie. Wie alt mag sie sein? 14? Für jemanden ihres Alters strahlt sie eine Menge Autorität aus. Willkommen bei Queenies Quintessentials. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Ich bin auf der Suche nach Queenie. Oh, Madame empfängt zurzeit keinen Besuch. Ich kann Ihnen Ihre neuesten Kreationen zeigen, wenn Sie mögen. Ich möchte nichts kaufen. Ich muss Queenie sprechen. Könnten Sie sie fragen, ob sie einen Moment Zeit hat? Kommt drauf an. Haben Sie etwas mitgebracht? Mitgebracht? Was denn? Madame Queenie ist in dieser Gemeinde eine angesehene Persönlichkeit. Wer sie sehen will, muss ihr etwas Respekt erweisen. Ein Geschenk, etwas von Wert. Etwas, das beweist, dass sie kommen, um wichtige Dinge zu bereden. Was sollte das sein? Geld. Ich bin sicher, Sie finden etwas, das von Ihrem Geschmack und dem Wert zeugt, den Sie einem eventuellen Treffen mit Madame beimessen. Ich bin sicher, Sie bekommen etwas Besseres als das. Okay, und das werden wir auch. Und zwar in der nächsten Folge. Dann werde ich mich hier umschauen nach irgendwas Stilvollem, Hübschen,
dass Madame Queenie gefallen würde. Ich muss bei dem Namen Queenie immer an fantastische Tierwesen denken. 3,50? Soll das ein Witz sein? Das ist... Okay. Nee, komm, wir... Ich habe heute noch zu tun. Ich habe zwar Bock, gerade jetzt noch stundenlang weiterzuspielen, aber... Entschuldigung. Aber, muss jetzt leider Schluss machen für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Einschalten, liken, abonnieren, mich lieb haben. Ich hab euch lieb, also habt mich auch lieb. Klingt nach dem Deal? Machen wir so. Okay, tschüss.